Rüdiger, nicht so tief. Nicht so tief, Rüdiger. Ich sag mal so, wir fahren jetzt hier long. Ich habe keine Ahnung, was mich hier in diesem Bums erwartet. Ich weiß nur, dass man ein Auto nimmt und es gibt Samen. Ich weiß nicht, was die Samen hier zu suchen haben, aber es gibt Samen. Und wir werden jetzt mal anfangen. Ist das ein Kinderzimmer? Oh. Was ist denn das hier? Oh, Erholung? Also die Soundeffekte des Spiels sind ja schon mal herausragend gut. Oh, eine leckere Wurst. Also was ist, warum Erholung? Oh, ich kann die essen. Hängt da eine Kackwurst? Das ist scheiße, oder? Das ist scheiße. Ich hab die Scheiße angefasst mit meiner Wurst. Die Steuerung ist, die lässt zu wünschen übrig, ne? Oh, ich hab ein Gewehr. Was ist das denn? Ach so. Also, pass mal auf, Kollege. Oh, es sind Fluppen. Ich bin noch keine Sekunde Auto gefahren, aber ich habe den Spaß meines Lebens gerade. Wie kann ich denn... Also, ich bin schon sehr überfordert, muss ich zugeben. Wie kann ich denn meine Fluppen jetzt hier anstecken? Ich habe jetzt mehr Durst. Oh, ich habe mein Bier kaputt gemacht. Oh, da sind Bottles. Ich behalte die Fluppe mal im Maul, okay? Ich sprinte und es kommt so Wind. Hab ihn! Oh ja. Komm mal mit. Okay, ich würde gerne meine Zigarette anstecken, aber es sieht auch, glaube ich, cool so aus. Irgendwas ist mit Hasi passiert. Ja, ich habe Hasi getötet, Alter. Was ist das jetzt? Wieso habe ich hier so viel Zeug? Da ist schon wieder die Frau. Ist das die gleich? Ne, es sind andere. So, wir müssen auf jeden Fall genügend Bier mitnehmen. Hanteln könnten auch wichtig sein. Oh, Wasser, bestimmt ist das sehr wichtig. Ja, falls mein Reifen kaputt geht. Chromfelgen auch immer wichtig. Wobei, es sind eher Radkappen. Ja, ich habe das Gefühl, ich nehme einfach alles mal mit. Aber sagt mir jetzt nicht, ich muss noch irgendwas hier an dem Auto machen. Dann raste ich aus, das kriege ich nicht hin. Okay. Machen wir auf den Laden. Okay. Wie fülle ich das jetzt hier rein? Wo ist denn das Loch? Leute, wo ist das Loch? Entschuldigung! Ey, wie funktioniert das denn? Ja, normalerweise ist doch hier so ein Tankdeckel, oder nicht? Alter, ich kenne mich schon mit echten Autos nicht aus. Jetzt kann ich doch nicht anfangen, hier irgendwie noch virtuell. Wo ist denn das Ding? Na, hä? Offen? Ah, ja. Ach, das ist der Tankdeckel. Den hat man aber jetzt nicht... Also, come on! Was haben wir jetzt gemacht? Oh. Ja, also ich sag mal so, ich hatte auch schon ein Auto, aber ich habe nie falsch getankt. Jetzt habe ich da das Benzin reingehauen. Aber gar, können wir nicht noch irgendwie reinpissen oder so? Stoßen? Ich habe meine... Ja, aber wenn wir keine Tür brauchen... Ich wollte halt so Flügeltüren schon immer in meinem Leben, ne? Wir nehmen die Tür einfach mit. Ist doch egal. Ich kann gar nicht zu schnell fahren, weil ich habe gar keinen Tacho. Und wenn ich keinen Tacho habe, dann weiß ich auch nicht, wie schnell ich fahre. Und wenn die Polizei sagt, ich war zu schnell, dann können die da gar nichts machen. Ach, Handbremse. Was fehlt denn noch? Ah, jetzt haben wir es wieder drin. Perfekt. Ich sehe auch hinter mir jetzt nicht mehr so viel. Muss ich auch zugeben. Wie macht man ein Auto an? Ich kann pissen. Ich kann wirklich pissen. Das ist nicht wahr. Nein, das ist nicht wahr. Junge! Wo ist Gas? Das ist ein Diesel, kein Pisser. Jo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Jetzt kommt es zu einer neuen Runde. Ich pisse mein Scheißauto. Was ist das? Mein Auto hat eigentlich eine andere Farbe. Ja, warte mal, wo war denn das Öl? Mein Gott, das Auto rollt hier durch die Gegend. So, warte mal. Öl. Ist doch alles drin. Aus mit der Karre. Wer seinen Karren liebt, der schiebt. Hey. Bleib mal stehen. Holger. Stopp. Also, wo ist meine Motorhaube? Ich glaube, das kann ich hier doch einbauen, oder? Irgendwas ist mit meiner Batterie nicht in Ordnung. Machst du einen Abflug oder was? Scheiße, Bruder. Also, wir haben hier ein Auto. Wir müssen jetzt mal zusammenarbeiten, lieber Twitch-Chat, okay? Auto ist da, oder? Also das, was wir hier sehen, ist ein Auto. Ein Tank haben wir auch. Wir haben 3,3 Liter, 50% Diesel, 60% Benzin, 8% Alkohol, weil ich vorhin Bier gesoffen habe, bevor ich da reingepisst habe. Meine Piste bestand aus 16% Wasser und 8% Alkohol. Da haben wir nämlich jetzt heute auch nochmal was gelernt. In meiner Piste war Alkohol drin. Kühlmittel ist drin. Öl ist drin. Ich sehe nur keine Batterie. Ich bin ja schlau. Wenn ich keine Batterie hätte... Dann würde da ja auch gar nichts anleuchten, oder? Was machen wir also nicht richtig? Die roten Leuchten, ja. Handbremse. Ey! Ey!
Scheiße. Ich hab schon wieder eine Tür verloren. Junge, Alter, komm nicht klar. Gib Gas jetzt. Wie mache ich einen Gang rein, verdammt? Ihr schreibt das die ganze Zeit in meinen Chat. Ich weiß nicht, wie ich einen scheiß Gang in den scheiß Dings hier. Ich kann nicht. Was ist nun los? Danke. Okay, haben wir. Ich hab voll auf meinen Sitz gekackt. Junge, was ist das für eine Riesenwurst? Was mache ich jetzt mit meiner Kacke? Ich hab meine Scheiße in der Hand. Ciao. Nee, das ist auch kein Diesel. Oder? Wasser. Das Spiel heißt einfach The Long Drive. Währenddessen habe ich in mein Auto geschissen, in den Tank gepisst. Ich laufe die ganze Zeit mit einer Fluppe im Maul rum und habe so ein Jagdgewehr im Anschlag. Was ist das eigentlich für eine geile Scheiße? Ich habe gerade in meinen Keller auf eine Sexpuppe gepisst. Was trinke ich hier gerade? Oh, 100% Alkohol. So, oh, Diesel. Alright, let's go. Okay, wir schaffen das. Guck mal, wir werden jetzt einfach das Verhältnis wieder manipulieren. Es sind nur noch 2% Alkohol. Guck mal, wir machen jetzt richtig voll den Laden. Junge, das ist ja wieder ein absoluter Fiber-Traum hier. Komm. Ja! Sieh, Junge! Geil. Und nun? Wie kann ich meine Kippe anmachen? Ah, aber Rauchen ist ungesund, oder? Oh, Scheiße. Beruhig dich! Warum? Mach Radio an. Ich muss dringend deine Zweitakter-Fahrzeug benutzen. Jemand bitte gibt mir einen Zweitakter jetzt. Heilige Scheiße, Toilettenbusenhalter. Oh, Nachrichten. Deutschland ist immer noch der beste Land aller Zeiten. Es hat Sand. Übermensch Radio, FM 97. Okay, was ist das hier? Ist das echtes Fleisch? Ja, man kann das sogar übelst fressen. Das ist aber nicht sehr gut. Übermensch Radio. Hier. Übermensch Radio. Mann, wir sind jetzt lass doch mal die Mucke an, du Arschloch! Dank sei, dass noch so lange Konserven da sind, dass man essen kann. Oh, übrigens. Oh, shit! Naja, wenn ihr ein Telefon hat, das noch funktioniert. Warte, Handbremse. Safety first. Scheiße. Kann ich das umkippen? Ja, ja, ja. Ah, geil! Ich habe alles verloren. Kann ich das wieder anbauen irgendwie? Weil man darf ja nicht... Ja, achso, ich muss drücken durchhalten, ja. Oh, jetzt habe ich nur das Nummernschild abgenommen. Mann, ey! Easy Ignition, ja, wie beim Bussimulator. Nein, bleib doch mal stehen. Ja, das muss halten. Ja, wir machen das einfach, wenn einer kommt. Okay, wir fahren weiter. Es ist alles noch in Ordnung. Also, dem Auto geht es völlig gut. Ich fahre so schnell wie der Wind. Yo, ich bin der Driftkick. Wow! Wir fahren. Okay, Kat, das ist genug. Was haben die geraucht, als die das eingesprochen haben? Das ist ja der Hammer. Ich bin besitzen, ich pisse in mein Auto. Was ist denn? Ich pisse gerade während der Fahrt in mein Auto. Alles gut. Ich muss auch mal kacken. Ich hab abgekackt. Ich hab mein ganzes Auto vor. Oh, ich sitze in meiner Scheiße. Okay, reicht kurz. Ist noch, oder? Aber was ist jetzt das Ziel? Ich würde mal hochschalten. Au, Backe. Muss das so rot sein? Also erstmal ist meine komplette Scheiße durch das Auto geflogen. Das ist schon mal Punkt 1. Eine gesamte Kacke ist durch das Auto geflogen. Das ganze Auto jetzt im Arsch. Meine ganzen Reifen sind abgefallen. Aber das kriegen wir hin, oder? Achso, ich muss warten einfach. Ah. Siehst du, läuft auch wieder der Lachs. Geil, das Ding fährt ja noch. Nee. Sag mir nicht, ich kann auch Moped fahren. Hallo. What are you doing here? Oh. Senor? Ja, haust da rein, tschüss. Etwas auch erledigt. Ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Essen. Ich brauche was zu trinken. Oh, das sind Ersatzteile oder so, ne? Ich brauche sowieso noch eine Motorhaube. Ja, die passt jetzt nicht perfekt, aber immerhin. Geil. Oh, der ist aber auch komplett im Arsch, ne? Boah, ein Hort wie ein Rocker! Benzin. Hm. Ist ein Benzin, aber hier stand doch Öl. Ja, dann wenn das so. Ich muss das mischen? Leute, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung von Autos. Jetzt bleib stehen! Füll rein, bevor du umkippst! Du schüttelst alles daneben. Ach so.
Weißt du warum? Weil dieses Kack-Moped es nicht auf die Reihe kriegt, mal stehen zu bleiben. Es ist alles ausgelaufen. Die letzten 10 Minuten waren komplett für den Arsch. Ich nehme das mit bis zur nächsten Dings und dann ist gut. Hier ist Übermensch Radio. Oh, scheiße, Stein. Moped ist noch da. Der Land ist so groß und ich heiße Konrad. Ich fahre so schnell wie der Wind. Was ist passiert? Warum stehst du hier noch? Jemand legt doch deinen Arsch hoch. Hä? Ich hab mein Moped verloren. Ignition aus und wir gehen nochmal sleepen, Alter. Oh, nicht kacken. Geiles Game!